Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist schon das letzte Video von meiner kleinen Reihe für euch. Angefangen hat das Ganze mit dem Thema erste Bestellung bei Stampin' Up. Und ich habe mir dann überlegt, mit den Sachen, die ich euch in diesem Video empfohlen habe, habe ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viele tolle Kartenideen gezeigt. Heute ist die letzte Karte dran. Hier kommen heute noch ein paar Tipps und Tricks. Vor allem zur Stanze. Und die letzte Karte, die ich euch heute zeige, ist eine Männerkarte. Ja, finde ich schon, dass sie eine Männerkarte ist. Man könnte sie natürlich noch mit einem kleinen Blümchen und ein paar Pärchen auch für eine Frau umwandeln, ganz klar. Das Besondere an der Karte ist auch, dass sie mal wieder ein ganz anderes Kartenformat hat, so wie letztes Mal. Und ja, jetzt zeige ich euch noch schnell die anderen Karten und dann erzähle ich euch, wie das Ganze funktioniert. Die allererste Karte, die wir gemacht haben mit diesem einen Stempelset und diesen beiden Stempelfarben und nur drei Papierfarben, ist diese Karte hier. Das ist die Hochzeitskarte. Ganz hübsch. Und auch achtet ein bisschen auf die Formate der Karten. Also diese Karte geht so nach oben auf. Dann haben wir im Prinzip die gleichen Karte vom Format, nicht zu gut, sondern hochkant genommen. So rum. Ich habe jetzt aus dieser Karte eine... Ich würde sagen, das ist noch eine Glückwunschkarte hier. Herzlicher Glückwunsch zum Geburtstag vielleicht. Die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Denn hier vorne haben wir aus der Blüte einen Schmetterling gemacht. Und die Idee aber dahinter ist eigentlich, aus dieser Blütenform Engelsflügel zu machen und einen kleinen Schutzengel zu basteln als Babykarte. Mit dem gleichen Spruch, kleiner Heiligenschein und Flügelchen mit dem kleinen Engelchen dran. Als Babykarte. Dann ist die Idee, natürlich die Blüte voll auszunutzen und richtig groß drauf zu machen. Können wir auch toll als Seerose gestalten. Herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt eher so die Geburtstagskarte oder auch die Glückwunschkarte sowieso. Ja, diese Karte finde ich unglaublich schön. Ich finde die ganz toll, dieser tolle Effekt mit dem Papier. Also alle Videos, die ich dazu aufgenommen habe, verlinke ich euch so viel Platz, wie es hier oben unter den weißen I's und natürlich auch in der Infokarte und im Abspann, dass ihr die alle anschauen könnt. Das ist also eine kleine Reihe, da mache ich euch so eine Playlist, damit ihr da ganz viele Kartenideen bekommt. Und auch wenn ihr zum Beispiel das Stempelset, mit dem ich jetzt hier arbeite, nicht habt, könnt ihr trotzdem in jedem Video einen kleinen Tipp und einen Trick entdecken. Ich hoffe, ich habe euch da ganz viele tolle neue Sachen erzählt. Diese Karte ist eine ganz schöne Trauerkarte, wie ich finde. Auch mit einem anderen Rahmen. Hier wieder in Hochkant gearbeitet und hier ist quer. Also ist auch wieder das gleiche Kartenformat. Und dann habe ich euch im letzten Video noch eine ganz schnelle kleine Dankeskarte gezeigt in einem anderen Kartenformat. Das ist jetzt ein kleines Kartenformat. Sehr schlichte Dankeskarte. Vielleicht auch für einen Mann. Wenn man es jetzt in Blau gestalten würde, zum Beispiel, wäre es mit Sicherheit auch was für einen Mann. Und heute machen wir eine Männerkarte, wie ich finde. Bleiben aber natürlich im Farbkonzept mit unseren drei Farben. Und wie gesagt, in diesem Video erfahrt ihr noch einiges zum Thema Stanze. Okay, legen wir los. Wir haben ein neues Kartenformat und die letzte Karte in unserer Folge. Diese Karte ist die Männergrußkarte. Die hat das Maß 21 x 10,5 cm. Also das kriegt ihr nicht in einem normalen Briefumschlag. 21 cm x 10,5 ist die. Und gefalzt ist das Ganze bei 10,5, aber das machen wir jetzt zusammen. Also, wir brauchen als erstes ein bisschen Material. Die Bestellnummern halte ich euch ganz kurz ins Bild. Einmal Calypso, Granit und Flüsterweiß. Immer die gleichen Farben in dieser Reihe. Ihr könnt natürlich jede Farbe austauschen. Und das Stempelset, mit dem ich arbeite, ist das Stempelset, Entschuldigung, blühende Worte mit dieser Bestellnummer. Die halte ich euch mal so nah hin. Und ja, wirklich ganz tollen Sprüchen und ganz tollen Hintergründen, mit denen man echt, wie ihr gesehen habt, viel machen kann. Ich könnte noch viel mehr machen damit. Mir fällt immer noch was Neues ein. Okay, dann machen wir die Papierschneider und ein großes Stück Granit. Das ist jetzt eine A4-Seite und die ist ja auf der einen Seite schon 21 cm hoch. Und die kürzen wir uns jetzt nochmal bei 21 cm. Dazu klappe ich mir wieder diesen Arm aus vom Papierschneider und lege mir das jetzt hier mit der langen Seite hier oben an. Und bei 21 cm und schneide es jetzt mit der dunklen Klinge. Und dann schiebe ich mir das Ganze weiter, also eigentlich zurück. Machen wir hier wieder kleiner. Und zwar bei 10,5 cm lege ich es mir jetzt hier an und falze mit der hellen Klinge. Und so haben wir ein ganz tolles Kartenformat, ganz anders, eben mit dieser länglichen Karte. Und dann brauchen wir noch ein Stück Flüsterweiß. Und zwar muss das das Maß haben, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, das war ja schlau. Ich schreibe euch das gleich nochmal auf.
Oder ich blende es ein. 20 cm mal 10 wahrscheinlich. Ja. 20 cm mal 10. Das heißt, ich schneide es mir jetzt 10 cm hoch. Hier bei 10 cm anlegen. Klappe mir den Arm nochmal aus und schneide es nochmal zu bei 20 cm. Wenn ihr das immer so von unten schneidet, ich finde, man tut sich leichter. Ich mache das ganz oft so, dass ich das aufklappe, mein Schneidemesser nach unten fahre und dann nochmal einmal nach oben schneide. Hier sind die Maße nochmal ergänzt, das Flüsterweiß hatte ich vergessen. Und dann habe ich Reste aus Granit und Reste aus Calypso. Und zwar haben wir jetzt über die ganze Serie weg immer wieder diese ganzen Streifen gesammelt und aufgehoben und Etiketten. Also wir brauchen das jetzt eigentlich alles. Und von den Streifen muss ich jetzt mal gucken, was ich so habe. Also bei meiner Grundkarte habe ich wirklich keinen einzigen Streifen zugeschnitten. Das waren alles Reste, die ich hatte. Jetzt ist es so, dass ich ein paar Teile natürlich aus anderem Restpapier geschnitten habe. Da muss ich mir jetzt noch was zuschneiden. So einen ganz breiten Streifen habe ich nirgendwo verwendet. Und dazu ist eben unser neuer Papierschneider richtig toll. Hoppla. Weil man nämlich hier oben, wenn man das so aufmacht, hat man ganz viele Anlageflächen und kann diese Streifen, die wir schon haben, jetzt auch noch super kleiner schneiden. Also ich brauche, ich glaube vom Granit habe ich schon einiges. Das müsste 1,8 sein, ja. Granit habe ich 1,8 cm dreimal. Den kann ich verwenden, den habe ich glaube ich sogar zweimal. Das sind so die typischen Abschnitte, die man hat. Die nehmen wir jetzt einfach. Und dann habe ich in Granit noch so was Dünneres. Ja, das könnte noch ein bisschen dünner werden. Das probieren wir jetzt gleich mal mit dem. Also 1,1 cm, das ist wirklich ein schwieriges Maß, das zum Schneiden. Mal gucken. Mit dem neuen Schneider soll es funktionieren. Ja, das schaut wirklich gut aus. 1,1 ist mein schmaler Streifen. 1,8 hatte ich schon und 1,6 brauche ich jetzt auch noch. Dann lege ich mir das jetzt einfach entweder hier oder hier bei 1,6 an. Ich habe es jetzt rechts angelegt. Und das ist jetzt mein zweiter Streifen. Und dann habe ich in Granit schon mal alles. Wenn ihr andere Streifen habt, dann ist es gar kein Problem. Ich wollte euch nur zeigen, dass man das mit dem Papierschneider super schneiden kann. Aber das müssen nicht dieselben Streifen sein. Also nicht zu dick so wie der, der ist mir jetzt einfach zu dick. Aber was das genau für ein Maß ist, ist gar nicht so wild. Gar nicht so wichtig. Wir machen jetzt hier, schneiden wir uns den mal nochmal kürzer. Mache ich jetzt noch ein 1,8. Und einen mit 1,6. Also das macht er wirklich super. Das ist ganz toll. Gut, okay, und jetzt brauchen wir noch ein paar Blätter. Dieses Mal habe ich schon zwei Blätter vorgeschnitten. Ihr wisst jetzt, dass ich in dieser Serie ziemlich viel Blätter geschnitten habe und jetzt schon voll der Profi bin. Deswegen stempeln wir uns jetzt gleich mal das letzte Blätterpaar auf und schneiden das auch gleich. Ich nehme jetzt hier Granit und auch das Blattwerk wieder einmal aufstempeln und ich schneide mir das gleich mit der Schere aus. Und dann haben wir natürlich noch unseren kleinen Gruß, den wir gleich mal stempeln. Und ja, wir hatten ja jetzt schon ganz viele Etiketten als Spartipps in der letzten In den letzten Videos habe ich euch immer so kleine Papier-Spartipps gezeigt und da waren immer diese Etiketten als Reststücke da. Aber wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, mache ich jetzt ein Etikett natürlich mit euch zusammen. Und zwar das weiß ich. Muss nur gucken, ob das da rausgeht. Ja, ganz knapp. Mal gucken, wird es jetzt schaffen. Ich nehme jetzt den kleinen Gruß und stempel mir den jetzt einmal hier auf. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, weil es dann relativ eng ist und jetzt nicht ganz genau weiß, ob ich das jetzt so treffe. Schaut mir jetzt nicht so aus, dass ich das ausstanzen könnte. Na doch, schaut, das funktioniert schon. Das ist gar nicht so, kriegt man dann doch irgendwie hin. Es ist oft so, dass man so kleine Reststücke hat und meint, da geht das jetzt nicht mehr raus und dann geht es doch. Genau, jetzt habe ich es gar nicht richtig erklärt. Ich habe es mir aufgestempelt und ich halte mir die Stanze immer nach oben, damit ich sehe, was ich da wo ich hinstanze. Sorry. Okay. Und ihr habt es jetzt auch gesehen, ich habe es gerade so halten können. Im letzten Video habe ich euch noch einen kleinen Tipp gezeigt, wie ihr euch eine Verlängerung bauen könnt. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell. Ihr könnt euch das Papier einfach mit einem Post-it verlängern und könnt es dann hier super in eurer Stanze so hin und her bewegen, wie ihr das braucht. Also in dem Fall muss ich es natürlich weiter unten hin machen.
Und dann kann ich mir das hier als Verlängerung einbauen und kann mir das perfekt ausstanzen. Das ist so der erste Stanzentipp. Es sollen aber noch ein paar mehr kommen. Aber das machen wir am Schluss. Wir bauen jetzt die Karte zusammen, so weit wie es geht. Oder komplett jetzt eigentlich. Und dann zeige ich euch noch ein paar Tipps mit der Stanze. Was ich jetzt also mache, ist, dass ich mir zuerst mal mein Stempelkissen nochmal zumache, dass ich da nirgendwo reinlang. Und was ich mir jetzt eben mache, ist mit der Schneide, mit meiner Papierschere, mein Blatt wieder ausschneiden. Diesmal lasse ich auch wieder einen kleinen Rahmen. Also das habe ich eben auch unterschiedlich gemacht in den letzten Videos. Und soll ich mal euch was Ehrliches sagen? Ich glaube echt, dass es für dieses Set auch noch eine Stanzform gibt. Ich glaube, es gibt da eine Stanzform für die Big Shot. Ich bin ja einer, der nicht so gerne ausschneidet, deswegen, es ist mein letztes Mal schneiden für diese Serie. Aber ich habe es gern gemacht für euch. Es macht auch mal Spaß, mal was anderes zu machen. Aber ich wäre auch wieder gerne stanzen. Also meine Big Shot ist mir schon heilig. Hier ist unser wunderschönes Blatt. 3 Stück haben wir davon. Und jetzt haben wir alle Teile für unsere Karte. Richtig. Denn wir haben uns ja auch in den letzten Videos schon ausgestanzt. Ein Etikett in Kalypso und eins in Schiefergrau. In Granit. Die brauchen wir jetzt eben noch. Nochmal ganz kurz halte ich euch nochmal die Maße für diese Streifen rein. Wie gesagt, ihr braucht die nicht unbedingt genauso, aber wenn, dann könnt ihr die auch so schneiden, wenn ihr da ein bisschen einen Anhaltspunkt braucht. Und wenn der nur 1 cm ist, 2x1 cm oder 3x1 cm, dann ist das eben so. Es ist eure Karte und ihr macht es so, wie es euch gefällt. So, jetzt kommen wir ans Zusammenbauen. Als erstes mache ich jetzt mal das Etikett. Etikett-Tipp Nummer 2. Ich mache mir jetzt als erstes mal den Kleber auf mein Etikett hinten drauf, den Flüssigkleber wieder. Nimm mir dann mein Granitpapier, klebt mir das in der Luft so an oder ihr nehmt euch eine Unterlage, weil ihr habt ja jetzt hier auch ein bisschen Kleber und setzt mir da so einen Rahmen. Seht ihr den? Auf dem Papier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Dann klebe ich mir das schön an, drücke mir das ein bisschen fest, mache mir nochmal Kleber drauf. Diesmal, ja, mir ist jetzt da ein bisschen viel rausgekommen, ihr braucht nicht so viel Kleber nehmen. Wenn ihr, das ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr zu viel Kleber irgendwo drauf habt, nehmt ihr einfach so ein Papier, das ihr jetzt nicht mehr braucht, aus dem Papierkorb und streift euch den noch ein bisschen ab. Und dann könnt ihr euch hier einfach auf der anderen Seite das auch wieder so ankleben und könnt euch ungefähr so den gleichen Rahmen machen, dass das dann so aussieht. Hat einen ganz coolen Effekt, finde ich, sieht ganz witzig aus. Das könnt ihr natürlich auch, und das ist Stanztipp Nummer, ich weiß, habe nämlich gezählt, 3 oder 4, könnt euch natürlich das auch so machen, dass es in einer Farbe ist. Das schaut auch toll aus. Normalerweise macht man es auch in einer Farbe. Aber mir hat es jetzt gut gefallen mit diesen Streifen als kleiner Kontrast noch so, als kleines Hinguckerle auf so einer relativ schlichten Karte. Habe ich es jetzt eben zweifarbig gestaltet. Ansonsten stanzt ihr euch das beides in Granit oder beides in Kalypso aus und klebt es eben nur einfarbig hin. Und dann habe ich jetzt nochmal mein Garn verwendet. Das machen wir jetzt natürlich auch. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe es zuerst aufgeklebt. Ich mache das auch erst nach dem Aufkleben. Und jetzt mache ich es so, ich zoome euch mal noch mal ein bisschen raus, dass ihr das besser seht. Jetzt lege ich mir meine Streifen so ein bisschen so auf, wie ich es haben will. Also ich kann mir den einen schon mal kürzen. Hier oben brauche ich ja wirklich nicht viel. Den brauche ich aber dann hier noch mal. So. Das muss auch nicht genauso sein. Also bitte nehmt es nicht zu ernst oder so. Das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Wie dick die Streifen sind und so, das ist ganz bei euch. Aber hier seht ihr, wie ich mir das so aufgeteilt habe. Also ich habe jetzt vom Kalypso, das sind ja diese 1,1 cm, das ist hier und hier. Dann habe ich, also eben zweimal, dann habe ich 1,6 cm, das ist, müsste der sein und der, genau, die sind gleich, 1,6 beide. Dann habe ich vom Granit das 1,8 und 1,6, 1,6 und 1,1. So ist es jetzt ungefähr verteilt und so werde ich mir das jetzt mit Flüssigkleber aufkleben. Und ich halte mir das jetzt, also ich richte mir das jetzt ungefähr so aus, wie ich es haben möchte. Ihr könnt es auch unterschiedlich hoch machen, ganz wie euch das liegt. Hier ist jetzt mein Streifen fast ein bisschen zu kurz. Den hätte ich eigentlich gerne noch länger gehabt. Habe ich vielleicht nur einen? Ja, habe ich nur einen. Und was ich jetzt mache, also ich lasse euch da jetzt gleich Musik laufen, aber ich lege mir die jetzt zuerst mal so hin, wie ich es haben möchte.
möchte auch nicht, dass die alle genau gleich sind, sondern das ist einfach so. Ich finde, die Abstände hier zwischendrin können so ungefähr gleich sein, aber die Höhenunterschiede sollen nicht gleich sein. Und jetzt nehme ich meinen ersten Streifen, das ist jetzt der hier, und merke mir ungefähr, wie weit der Kleber gehen soll. Das heißt, ich halte mir das jetzt so, markiere mir das hier und mache bis dahin den Kleber. Und dann klebe ich mir das hier so auf. Könnt euch gerne auch ein Schmierpapier unten reinlegen, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dann nehme ich den nächsten, setze mir wieder eine Markierung mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger und klebe mir das dann jetzt einfach mit Flüssigkleber so an. Und mit Flüssigkleber könnt ihr immer noch ein bisschen ruckeln, sodass die Abstände schöner sind oder ja, also das. Genau, das könnt ihr einfach so handhaben, wie euch das passt. Ihr könnt es natürlich auch ausmessen, wenn ihr ganz genau sein wollt. Wenn es vielleicht für einen Mann ist, der Schreiner ist und total genau arbeitet immer, dann muss das natürlich absolut perfekt sein. Aber für mich reicht das jetzt so. So, ihr Lieben, ja, so sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ich habe hier oben die Abstände ein bisschen schmaler, das wollte ich so, und hier unten ein bisschen breiter. Und hier unten wollte ich insgesamt relativ weit hochgehen, weil da ja das Etikett noch drüber kommt. Also da kommt wieder ein weißer Fleck und ich möchte schon ein bisschen mehr von dem Ganzen sehen. Deswegen habe ich die ein bisschen höher gemacht. Und jetzt klebt das Ganze und kann ich mir einfach einmal umdrehen und kann mir jetzt hier hinten meine Reste ganz schön abschneiden einfach. So sehe ich genau, wie ich schneiden muss und tue mich da recht leicht. Bisschen Kleber ist jetzt an meinem roten Stück hier, deswegen klebt es jetzt an meiner Schere. So, jetzt. Und jetzt können meine Streifen weg. Okay, ihr könntet das natürlich auch andersrum kleben. Wie wäre es somit? Wäre auch ganz witzig. Sieht auch ganz nett ausschauen, oder? Mal genau andersrum. Sollen wir es mal so machen dieses Mal? Ja, ich glaube, wir machen es jetzt als kleinen Kontrast. Genau andersrum für euch. Dann könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Und hier habe ich es halt so gemacht, da seht ihr das, dass das Rote auf dem Grauen dann klebt und das Graue auf dem Roten klebt. Und dieses Mal machen wir es jetzt andersrum. Ich klebe das jetzt hier unten auf. Ich finde, es schaut irgendwie auch ganz cool aus. Ah, was ich euch eigentlich als Tipp noch sagen wollte, ich habe den Hintergrund auch schon mal probeweise mit so kleinen Klecksen gemacht. Das habe ich so gemacht, dass ich einfach meinen Acrylblock ein bisschen in mein Stempelkissen getaucht habe, hier ein bisschen Wasser drauf gemacht habe und dann mit einem ganz normalen Pinsel das Wasser ein bisschen aufgesaugt habe und dann so drauf gespritzt habe. Einfach so drüber gespritzt, dann erhaltet man so einen Sprenkelhintergrund. Und den, wenn man so diagonal hier durchzieht, bevor man das natürlich aufklebt, könnte auch ganz gut ausschauen. Als kleinen Tipp vielleicht noch für den einen oder anderen, wäre möglich. Okay, und jetzt kleben wir uns das Ganze noch an. Ich nehme jetzt einmal die Dimensionals nochmal. Ihr könnt da natürlich auch immer diese Randstücke nehmen, gell? Klebe mir das mal hier hinten drauf. Jetzt habe ich schon wieder abgezogen. Dann nehme ich meine Blätter mit einem kleinen Glue Dot, klebe ich mir die einfach fest. Ich möchte eins nach oben haben, so. Und eins nach unten haben. So, die sollen da so rausschauen. Ja, ich glaube, das schaut doch ganz cool aus. Mal ganz anders. Ich gehe hiermit noch ein bisschen rüber, dass man das sieht, dass das so abgestuft ist hier unten auch. Und ja, das gefällt mir. Das machen wir jetzt mal komplett andersrum. Und dann nehme ich noch ein Dimensional, das ich mir einfach auseinanderschneide. Klebe mir das hinten auf meine beiden Blätter drauf. Eins hier, die andere Hälfte hier. Und setze mir das jetzt hier noch als kleinen Hingucker in diesen diagonalen Bereich hier nach oben.
Das wollte ich eben mehr auf dem roten haben, aber das gefällt mir jetzt so auch ganz gut. Sieht doch schon mal ganz cool aus. Und jetzt machen wir die Karte noch auf unsere Grundkarte. Ihr wisst es jetzt schon, wenn ihr die Serie verfolgt habt, dieser nach oben gebogene Falz kommt nach innen. Dann nehmen wir wieder unseren Papierfalter, den ich jetzt irgendwie verschusselt habe. Nee, da ist er. Und falze mir die Karte mal schön. Und klebe mir jetzt das Ganze hier mit Flüssigkleber erstmal da vorne drauf. Schon ganz cool. Und jetzt als kleinen Tipp nehme ich mal nochmal mein Metallic-Band. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch da nochmal was anderes zeige. Das mache ich jetzt. Nehme ich jetzt mir mal mein Garn und fädel mir das hier unten so ein. Und jetzt knote ich mir das hier so hin. Ich wollte mal was anderes machen. Natürlich könnte man auch, wenn es jetzt für eine Frau wäre oder so, auch aus so einem kleinen Band eine Schleife machen. Das geht natürlich auch, aber ich wollte es jetzt geknotet haben. Meistens sind Schleifen mit größeren Bändern schöner. So. Kürze mir das mal ein, dass das ungefähr gleich lang ist. Und dann nehme ich mir noch ein kleines Stück von dem Garn. Ich zeige euch das auch gleich in nah. Ich glaube, ich bin da relativ weit weg. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen hin, dass ihr das besser verfolgen könnt. Und dieses kleine Stück, das fädelt mich mir jetzt nochmal unten durch. Hier durch dieses Stück. Und knot mir das jetzt da nochmal nicht hin. Das ist eine Futzelarbeit. Das ist halt einfach nur ein kleiner Hingucker. Aber das kriegen wir jetzt auch noch gebacken. Das ist jetzt eben auch für mich das letzte Video. Ich habe jetzt alle Videos zu dieser Reihe an einem Stück aufgenommen. Ich zeige euch das jetzt mal nah. Es ist mir jetzt auf dieser Karte nicht so gut gelungen wie auf der anderen. Ich habe das bei der anderen auch vorher gemacht. Bevor ich das Etikett aufgeklebt habe, habe ich mir das zweimal rumgewickelt und habe mir das dann so zweimal geknotet. Einfach so als kleiner Hingucker, zwei kleine Knoten. Hier ist es jetzt ein bisschen locker und es ist dann nur einmal gewickelt. Also es gefällt mir nicht so gut wie auf meiner ersten Karte, aber ihr könnt es dann auf jeden Fall besser machen. Und ich zoome euch mal raus, dass ihr beide Karten ins Bild kriegt. Das war's schon von der Karte. Wer möchte, kann natürlich innen rein noch was machen, einen Spruch, ein paar Streifen da reinkleben. Das macht sich bestimmt auch gut. Aber grundsätzlich ist die Karte jetzt schlicht und einfach und irgendwie cool und irgendwie was Besonderes. Und jetzt hier auch mal in zwei Dimensionen. Könnt ihr gucken, was euch besser gefällt. Fertig. Und jetzt kommt noch also einen Tipp habe ich jetzt auf jeden Fall noch für euch mit den Etiketten. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Etikett. Also ihr wisst ja jetzt schon, dass ihr das auch so machen könnt, dass ihr euch das in der Mitte auseinanderschneiden könnt, so. Und dann rechts und links aufkleben könnt, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Was ihr aber auch machen könntet, wäre, dass das hier auseinandergeschnitten wird, also waagrecht. Also wir machen jetzt einfach noch ein paar Etiketten. Ich nehme mir jetzt einen Flüssigkleber. Der ist irgendwie schon leicht leer. So. Und klebe mir das jetzt mal hier so auf mit so einem leichten Rahmen. Man kann das so lassen und kann so leichte Schatten bilden. Dass man nur einen Rahmen macht, das so untersetzt sozusagen. So. Oder man macht es nach oben auch nochmal hin. Da müsst ihr ein bisschen rumzubbeln, dass das gut ausschaut. So, aber dafür ist eben der Flüssigkleber super geeignet. Oder man unterlegt es komplett. Also das wäre noch eine Möglichkeit, wie ihr das Etikett einfach vergrößert. Auf dem Hintergrund sieht man es jetzt vielleicht auch ganz gut. Seht ihr das so? Das macht sich ganz gut. Nach rechts und links könnt ihr es auf jeden Fall vergrößern. Dann könntet ihr zum Beispiel auch, ich brauche jetzt einfach nochmal ein Etikett, das Ganze so rum natürlich aufkleben, dass ihr das einmal so habt, als großes Etikett. Wenn man das jetzt zusammenklebt, hat man diese Form von Etikett. Das ist natürlich toll, wenn das einfach noch ein großer Bereich auf der Karte abdecken soll. Und wie gesagt, dieses nach rechts und links könnt ihr auf jeden Fall alles mit diesem einen Etikett machen. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt euch das natürlich auch auseinanderschneiden und euch das zum Beispiel als so eine Art Wimpel, wenn ihr euch das jetzt auseinanderschneidet hier,
könntet ihr euch das auch so als kleinen Tag oder Wimpel auf eine Karte bauen. Könnt es natürlich auch doppelt hinterlegen und dann auseinanderschneiden. Das würde sich bestimmt auch ganz gut machen. Das sieht bestimmt auch toll ausschauen. Und was diese Stanze natürlich auch ganz besonders macht, sind diese Tag-Formen. Entweder ihr macht sie unten auch gerade, dann habt ihr so ein, zeige ich mal noch eine Form, so eine gerade Form. Oder ihr habt einfach ein Tag. Macht da oben ein Loch rein, fädelt den Faden durch und habt ein Tag, wo ihr eine Karte stecken könnt. Oder ihr lasst es in der Form, macht ein Loch rein und habt auch ein Tag. Also das sind einfach noch ein paar ganz schnelle Ideen zu dieser Stanze, weil ich finde, aus der Stanze kann man echt viel machen. Also hinterlegt es so, macht es euch gerade, macht euch Wimpel, macht euch Tags. Experimentiert da einfach ein bisschen rum und habt da auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser tollen Stanze und mit den ganzen Produkten, die ich euch jetzt mal gezeigt habe. Ihr Lieben, hier ist die Karte nochmal. Ihr könnt euch entscheiden, gefällt mir dieses Format besser, gefällt mir dieses Format besser. Könnt ihr euch nicht entscheiden, so wie ich immer. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt die ganze Reihe verfolgt. Das wäre total schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, wenn ihr jede Karte mitgebastelt habt. Das würde mich richtig freuen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln von dieser Karte. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!